Kollege Martin Patzelt, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute für morgen helfen, ein wunderschöner Titel. Und das Papier liest sich auch wirklich interessant. Es enthält viele Anregungen, Inspirationen, würde ich sogar sagen. Es beschreibt die Situation auch aus meiner Wahrnehmung sehr gut, bringt auch entsprechende Konfliktstoffe zum Tragen. Und dennoch sage ich Ihnen, es muss nicht unbedingt von uns hier im Bundestag verabschiedet werden. Der Zug ist schon lange abgefahren. Spätestens bei dem massiven Anwachsen der Flüchtlingszahlen haben wir gemerkt, was Ehrenamt in unserem Lande leistet, was es kann. Wie viel Kraft, wie viel Emotion, wie viel Engagement uns als Verwaltung und Politik manchmal sogar beschämt hat, weil wir nicht schnell genug hinterherkamen. Und deshalb denke ich, eine solche Anregung aus dem Deutschen Bundestag kann ja eher kontraproduktiv wirken. Das hieße ja so, als wollten wir Ihnen nun sagen, wie Sie es zu machen haben. Ich bin tief überzeugt davon, dass dieses Engagement vor Ort in den Kommunen entwickelt werden muss. Nicht von uns fremdbestimmt, sondern von uns begleitet, mit Achtung, mit entsprechender finanzieller Unterstützung. Meine Vorrednerin hat darauf hingewiesen, was da alles auf den Weg gebracht wurde und was noch auf den Weg gebracht wird. Was auf den Weg gebracht werden wird. Also ich denke, wir haben es nicht nötig, hier als Schützenhelfer und als Motivationshelfer zu dienen, sondern wir sollten mehr darauf orientieren, dass wir in unseren Wahlkreisen Linien sind, wenn es denn noch nicht passiert, und es passiert ja an vielen Orten schon, dass sich Strukturen dort bilden und dass die Strukturen zu entsprechenden Netzwerken sich verbinden, gut kooperieren, abstimmen und insofern auch leistungsfähiger werden, da wo es nötig ist. Lassen Sie mich Herr meine... Herr Kollege Patzelt, ja, gestatten Sie eine Zwischenfrage der ja, Kollegin Schulz. Bitte schön, Frau Kollegin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe mich auch nur deswegen gemeldet, um mich erstens für Ihr Lob für unseren Antrag zu bedanken und zweitens noch mal darauf hinzuweisen, dass dieser Antrag ja nicht vom Bundestag oder von uns als Bundestagsfraktion der Zivilgesellschaft vorgelegt wird, sondern dass wir hier eine Konferenz gemacht haben, wo wir gerade sehr viele dieser sehr neuen und unorthodoxen Initiativen eingeladen hatten und von denen haben entwickeln lassen, welche Unterstützung sie brauchen. Von daher ist das hier kein Vorschlag, der von oben nach unten geht, sondern tatsächlich mit den Initiativen zusammen entwickelt wurde. Ich trete immer tapfer, Frau Schulz-Asche, solchen Bedürfnissen entgegen, wenn Sie sagen, wir brauchen Hilfe von oben. Ich sage immer, ihr seid stark genug, ihr seid kreativ genug und dann sprecht bitte vor Ort mit denen, die dafür die Verantwortung tragen. Und das sind nun mal die Kommunen. Ich bin fest überzeugt, dass zusätzliche Regelwerke neue staatliche Institutionen eher Sand im Getriebe sind, als dass sie die Strukturen, die ja eigentlich alle da sind, von der Terrorismus, Antiterrorismus-Beratung, von den Netzwerken verschiedenster Beratungen und Begleitungen in den unterschiedlichen Strukturen von Wohlfahrt und öffentlicher Hand, dass die ja da sind. Man muss sie nur auf die entsprechenden Aufgaben, wenn sie es noch nicht selber sehen, aufmerksam machen und aktivieren. Also neue zusätzliche Institutionen halte ich richtig, wirklich, muss das sagen, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, kontrainduziert. Ich will noch mal zu einigen Begrifflichkeiten sprechen, die Sie in Ihrem Antrag verwenden. Da ist immer wieder von einer professionellen Integrationsstruktur die Rede, von professionellen Integrationszentren. Ja, grundsätzlich, Integration, das ist für mich alles immer noch eine Lehrformel. Es wird gebraucht von uns allen. Alle verstehen was anderes vielleicht darunter. Der Begriff ist gar nicht definiert und gefüllt. Und ich glaube, wenn man das verwendet, müssten wir uns alle Mühe geben, alle, das mal näher zu definieren, damit wir dann auch wissen, wovon wir reden und vielleicht auch gegeneinander und miteinander diskutieren. Sie haben viele Anregungen gegeben, Beispiele gegeben für digitale Bildungsangebote, für Beratung, für Engagement von Vereinen, Kirchen, Freiwilligencenter. Ich glaube, die sind alle schon unterwegs in Best-Praxis-Vergleichen, und zwar über das ganze Bundesgebiet hinaus, haben die sich schon vernetzt, suchen solche Dinge. Und wenn wir ihnen helfen, dann müssen wir ganz konkret sagen, und dann geht es meistens um Geld und nicht um gesetzliche Regelungen.
oder Verwaltungsvorschriften. Ich möchte die Zeit, die ich noch habe, es ist ja nicht viel Redezeit, mal nutzen, um zu sagen, eine freiwillige Willkommenskultur, die haben wir erlebt, die ist da, darüber freuen wir uns, die können wir nicht hoch genug schätzen. Aber jetzt geht es darum, aus der Willkommenskultur eine Lebenskultur zu machen. Und jetzt spreche ich die vielen freiwilligen Helfer, Helferinnen in unserem Land auch nochmal von dieser Stelle hier nachdrücklich an. Sie können etwas, was keine Institution, keine Politik leisten kann, nämlich die Face-to-Face-Begegnung. Was Flüchtlinge wirklich jetzt noch viel mehr brauchen, ist oder sind Menschen, die mit ihnen Deutsch sprechen. Mir sagen Flüchtlinge immer wieder, wir lernen in den Deutschkursen Deutsch und dann spricht keiner mit uns Deutsch. Das sind Menschen, denen sie erzählen können, woher sie kommen, was sie erlitten haben, was sie hoffen, wie sie mit den Konflikten klarkommen, die sie tagtäglich erleben, wie sie mit den Defiziten, die sie erkennen bei sich, zurechtkommen können. Und da finde ich immer keine andere Lösung. Da kann man nicht jedem Sozialarbeiter auf dem Rücken binden. Die haben wir gar nicht, die können wir nicht bezahlen. Und die schaffen es nicht, weil sie es sozusagen als Professionelle tun. Und die Glaubwürdigkeit einer menschlichen Begegnung von Mensch zu Mensch hat eine Wirkung. Das kann ich immer wieder sagen, das beschreiben wir auch andere. Die ist unvergleichlich produktiv. Vom Deutschlernen bis hin zum Zurechtfinden in einer Kultur, die ihnen fremd ist. Wie sollen denn diese Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, abstrakte Begriffe wie Gerechtigkeit, wie Partnerschaftlichkeit, wie Gleichberechtigung, wie Würde des Menschen, wie wollen sie die verstehen, wenn sie nicht Menschen haben, die sie ihnen ins Deutsche oder nach unserem Grundgesetz übersetzen? Die verstehen das einfach nicht. Das bringen sie auch nicht mit. Und dann merken wir, wie unzulänglich alle unsere organisierten Angebote sind und wie sehr notwendig wir diese freiwilligen Helfer brauchen, die sagen, wir nehmen sie ein Stückchen in unser Leben hinein, so weit wie jeder kann. Aber ich halte es für unverzichtbar. Und ich glaube auch, davon bin ich fest überzeugt, dass wir alle miteinander uns dabei verändern werden. Auch wir werden lernen. Wir dürfen doch den Flüchtenden nicht alle Wurzeln abschneiden. Wir können doch Integration nicht so verstehen, dass sie so werden müssen wie uns. Ein Mensch, der seine eigene Sozialisation verleugnen muss, der verliert noch mehr den Halt. Der hat ja keine Standfestigkeit mehr. Das heißt also, es ist ein gemeinsamer Prozess, den wir angehen müssen, miteinander. Ich glaube nicht, mir macht ja keine Angst, wir werden in neue Welten geführt werden. Ich bin vielleicht morgen nicht mehr der Alte, der ich heute war. Das ist auch gut so. Wir müssen sehen, dass wir es immer auf der Basis unseres Grundgesetzes, unserer menschlichen Werte tun und dass wir mit unserem Verhalten die zu uns Gekommenen locken. Auf diese Wege. Wir müssen ihn glaubhaft vorleben und das Beispiel wirkt immer am besten. Dankeschön. Vielen Dank.